Willkommen zurück zu Let's Play Brutal Mario. Und wir befinden uns hier in den tiefen Seeruinen, nachdem wir im letzten Level ziemliche Probleme hatten und auch ziemlich merkwürdige Bugs aufgetreten sind. Aber egal. Sieht wirklich nice aus. Damit konnte ich jetzt nicht rechnen. Ach komm! Wieso kommen die überhaupt raus, wenn ich in ihrer Nähe stehe? Was ist das? Ich kann mal versuchen, ob ich hier irgendwelche Layer deaktivieren kann. Nee. Sieht nicht so aus. Sieht komisch aus irgendwie. Hallo! Ach komm! Aktiviere doch einfach nur den Schalter. So, jetzt können wir da rein. Okay, was erwartet uns hier drin? Ein Level ohne Musik. Okay. Wo ist die Musik hin? Hallo? Ja genau, und jetzt kommt erst die Musik, wenn ich den Schalter auf On stelle. Aber hat der Bowser hier irgendwo ein Radio rumstehen oder was? Wow! Da oben ist ja was. Interessant. So. Oh ja, ein Cape! Lang nicht gesehen! Und sogar zwei Capes. Ich dachte, ich stecke jetzt hier fest. Komme ich da irgendwie runter? Nö, schade. Ich bin doch so blöd, ey. Warum habe ich das eben auch gemacht? Oh Mann, das ist Dummheit. Okay. Dürfen wir also nochmal uns den Weg hier in die Ruinen bahnen. Okay. Dann machen wir das jetzt auch einfach. Mann, wieso kommen die raus? Dürfen die das überhaupt... doch doof. Das ist auch blöd gemacht, wenn die Schalter, wenn ich dagegen knalle, es ständig an- und ausgeht. Ich wette, das ist so beabsichtigt, dass wir Probleme mit diesem Schalter bekommen. Und jetzt ist es erstmal wieder schön ruhig. Doch die Tür kann ich ja leider nicht. Hier ist ja noch alles ausgeschaltet. Hm. Herrlich, diese Ruhe. Ah, tut sie gut. Aber jetzt ist Schluss mit der Ruhe. Schnell alles. Wow, das war knapp. Wow. Da hole ich mir am besten mal nochmal die ganzen Sammel-Items da oben. Das war leichtsinnig. Aber es hat noch funktioniert. So. Sammel es bitte ein. Schön. Sehr schön. Ich frage mich, wie ich mit diesen Münzen da hochkomme. Das sieht so verlockend aus, aber ich wette... Da lässt uns da bestimmt nicht auf die Münzen rauf. Zu den Münzen rauf. Okay, ich darf da runter. Ich dachte, da wäre jetzt irgend so ein mieser Abgrund oder sowas versteckt, was ziemlich gemein wäre. Ah, viel zu viele Lecks. Bitte niemals auf Lecks schauen. was habe ich da eben angestellt? Nein, oder? Hallo! Mario! Das ist nicht dein Ernst, oder? Komm ich bitte auch... Leute. Wir müssen den Level neu starten. Oh nein. Das geht gar nicht mehr. Dann muss ich jetzt ausnahmsweise mein Save-State laden. Ich habe mich durch die Decke geglitscht. Och Leute, wieso passiert mir immer sowas? Hm? Kann nicht schon mal jemand anders sowas passieren? Ach, blöder Spruch, ey. Ich sehe zu, dass ich das jetzt schaffe, ohne nochmal durch die Decke zu glitschen. Wenn das nämlich nochmal passiert, dann... Weiß ich nicht, weiß. Also wenn mich der ganze Heck so verbuggt ist. Hm, dann weiß ich auch nicht heute. Dann gehen wir doch bitte mal in die
Burg hinein. Genau so. Wir ließen noch einmal kurz die herrliche Ruhe. Und dann sollte alles wieder gut sein. Mit. Aber ich hoffe, ich baue jetzt keinen Mist hier. Oh Mann. Der Heck ist ja böse. Er ist eher nicht so brutal von der Schwierigkeitsgrad her, sondern er ist eher so brutal verbuggt. Kann ich mich zu diesen Münzen überhaupt hochglitschen? Ich weiß nicht, wie ich das da oben gerade geschafft habe. Aber was soll's. Naja. Ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht nochmal. Das wäre nämlich doof. Eigentlich bringt ja gar nichts, wenn ich die Feder einsammle. Aber weil es so schön ist. Das ist ein bisschen zu viel. Okay. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal hier. Bis jetzt glitsche ich hier mich noch nirgendwo durch. Oh, so kommt man also den ganzen 4 Münzen. Bekomme ich sie alle? Ja, es sieht gut aus. Aber wie viele Münzen kommen hier eigentlich jetzt noch? Ich werde da regelrecht zugespammt hier. Eine Beschwerde wegen Münzen-Spam. So. Wir sind da. Da müsste der Endboss drin sitzen. Okay. Was ist das denn? Was ist das? Oh oh. Was ist das für ein Teil? Oh, Ashi schießt Laser. Aber ich glaube, ich könnte da unten Blöcke holen und ihnen eins auf die Rübe geben. Machinki, was ist das für ein Teil? Also diese Teile kann ich mir schon mal nicht schnappen. Könnten Sie nochmal den Wasserfall machen, Sir? Dankeschön. Ich glaube nämlich, dass ich die... Ja, ich kann die Blöcke da unten holen. Ja, die hat gesessen. Oh nein! Voll in die Laser rein. Och komm, wie hätte ich denn das ausweichen sollen, bitte? Das geht doch gar nicht. Nee, ich darf jetzt... Darf ich jetzt im Ernst den ganzen Level machen? Ich habe jetzt hier einfach mein Safe-State gesetzt. Ich hoffe, das stört das nicht, denn es ist schon unfair, dass ich den ganzen Level nochmal machen darf, wenn ich hier tot gehe. Dankeschön. Kann ich dich gleich mit so Block abwerfen. Also, das mit dem Laser gefällt mir rein gar nicht. Aber ich glaube, man kann so einfach drüber springen, so wie es aussieht. Okay. Aber was zum Geier ist das für ein Gegner? Habt ihr den irgendwo gesehen? Aus welchem Spiel stammt er denn? Wenn er aus einem Spiel stammt. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. So. Komm schon. Gib ihn eins auf die Rübe. Wow. Aber irgendwie macht der Kampf Spaß, muss ich sagen. Und diese Dinger sind ja auch nicht schwer auszuweichen. Und ich muss ja aufpassen, dass ich jetzt hier nicht in den Abgrund gezogen werde. Was? Ich habe ihn nicht getroffen? So, aber jetzt habe ich ihn getroffen. Und das Ganze sieht ja ganz gut aus. Okay, jetzt setzt er wieder seine grüne Attacke ein. Aber ist schon episch, muss ich sagen. Und eine echt geile Idee. Und tot! Weg ist er. Haben wir es jetzt geschafft? Nicht? Was will ich denn mit dem P-Switch? Kann ich damit irgendwas auslösen? Oh nein, nein, nein! Das war leicht nicht. Komm ich. Da komme ich runter. Interessant. Okay, ich würde mal sagen, das Rätsel sei gelöst. Ich würde mal sagen, hier drin wartet der richtige Endboss auf uns. Na dann wollen wir ihn uns mal stellen. King Kerrul? Was? Was macht.
denn hier? LOL! Was macht King K. wohl denn hier? Okay. Der funktioniert sogar. Ach du lieber Scholli. Das könnte der beste Mario World Hack aller Zeiten sein. Nur schade, dass er nie fertiggestellt wurde. Da hätte man echt so einen tollen Hack daraus machen können. Och Mario, sorry, dass ich jetzt ein Safe State setze, aber ich müsste den Kopf... Ne, ich glaube, ich müsste nicht den kompletten Level neu machen, aber egal. So. Tschüss. Und weg ist er. Hä? Also das ist fies. Oh, das funktioniert sogar. Geil. Oh nein. Also ohne Self-States komme ich hier nicht voran, denn das ist verdammt schwer. Und für schwere Hacks darf ich das ja wohl benutzen, oder? Vor allem für solche Endgegner wie ihm. So. Dann braten wir ihn eins über. Okay. Dann gib mal her. Dankeschön. Wow. Ich kann ihn nicht abschießen, leider. Cool. Ich mag das. Ich mag den Hack jetzt schon. Och komm, Mario. So. Kann er nicht bitte mal sterben, endlich? Oh nein, jetzt. Ah, jetzt wird er unsichtbar auch noch. Okay. Aber was haltet ihr von dem Hack eigentlich? Wow. Ach komm! Mario, bitte! Jetzt stell dich nicht so an! Wow, die Kugeln, die sind zufällig. Das gefällt mir überhaupt nicht. So, am besten ich spring sofort in die Mitte. Ach gut. Wir können uns einfach hier unten drunter ducken. Diese farbigen Kugeln mag ich nämlich nicht. Okay. Das sieht ja gut aus. Achtung, jetzt schießt er wieder. Komm mal her, King K. Wool. Okay. Und nochmal. Ja, das habe ich schon immer gehasst bei Donkey Kong Country 2. Das war... Oh nein. Nein, 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 nein! Boah. Kennt ihr das Gefühl, wenn es in eurem Ohr juckt und ihr dann grunzen müsst? Also so ungefähr. Aber kann King K. wohl mal damit aufhören? Okay. So. Viel Spaß damit. Dang! Und weg ist er. Yes. Was habe ich da gerade eingesammelt? Das ist komisch. Ja, okay. Das war mal ein echt epischer Kampf. Wo führten der uns eigentlich hin? Zur Welt 3? Titanic! Komm jetzt zur Titanic, oder was? Okay. Ich dachte, die wäre untergegangen. Lol. Hm. Aber wir werden wohl viel Freude mit diesem Hack haben. So. Alles klar. Ich will diesen Trottel töten. Ich liebe es, Geister zu töten. Ach, ich halte die Klappe. Oh nein, das ist einer dieser Level. Die kennen wir doch schon aus. Aber wir bekommen hier einen Stern. Das ist echt eine nette Geste. Dann machen wir uns das Leben schon mal etwas einfacher. Okay. Wow. Komm schon. Und noch ein Stern. Wir kennen ja diese Blöcke, die nur einen Stern ausspucken, wenn man noch einen Stern hat und sie anstößt. Mario, dein Kopf, pass auf. Komm jetzt endlich mal ans Ziel. Hallo. Wie lange geht denn das jetzt noch? Oh, wir haben offenbar den richtigen Weg gewählt. Und ich würde sagen, jetzt bekommen wir leider keinen Stern mehr. Oh nein, ich war zu langsam. Und jetzt haben wir das große Problem hier. Aber ich bin mir sicher, das packen wir schon irgendwie.
Wenn nicht, dann sollte ich beim nächsten Mal etwas Wieso? Aber eigentlich will ich ja jetzt nicht schon in die Welt 3 gehen. Ich will ja den regulären Weg ja auch noch weitergehen. So, damit der grüne Panzer mal seine Klappe hält. Okay. Also, neues Idee hier nicht. Das gab's ja Mario World schon, solche Level. Mit Geisterschiffen, in denen so viele Geister hausten. Aber ich gebe einfach mal mehr Gas. So. Komm schon, Mario, beeil dich. Hab jetzt etwas Zeit verloren. Okay. Schaffen wir es noch rechtzeitig? Bitte! Okay. Ach komm! Muss ich den Stern jetzt unbedingt verlieren? Gut. Dann kann die Reise ja jetzt weitergehen. Der obere Weg war der richtige, der untere hat er in eine Sackgasse geführt. Was ziemlich mies wäre, wenn wir diesen Weg genommen hätten. Okay. Okay, es hat dieses Mal gereicht. Dann ist alles klar. Oh Mann. Wie lange geht denn das jetzt noch? Oh, wir haben das Ziel erreicht. Yes! Okay. Oder wir haben doch nicht das Ziel erreicht. Och Mann. Ich bin enttäuscht. So. Am besten nicht von dieser Kanonade da erwischen lassen. Okay. Oh Mario, du solltest dich jetzt ein bisschen beeilen. Komm schon. Unsere Zeit läuft davon. Okay. Gut, dass die Hand mir nichts ausmacht da oben. Oh, wir haben aber ziemlich begrenzt Zeit hier, Leute. Von heute. Oh, wir quetschen uns einfach mal da oben durch. Gute Idee. Wo ist das Ziel? Ich habe nämlich nur noch 57 Sekunden. Ah, ist da endlich das Ziel? Oh, ganz viel Geld. Yep, jawoll. Oh ja, und hier werde ich natürlich ziemliche Probleme mit dem Sound haben. Das heißt, ich darf hier ganz schön viel rauscutten. Das heißt, ich sollte mich hier ein bisschen beeilen. Komm schon. Mario, was steht da? Zu langsam. Wenn die Musik schnell wird, dann hast du gefailt. Oder? Ah, das Schild hat uns wohl auf den Arm genommen. Oh, und ich glaube, dass das Fragezeichen-Teil falsch ist. Nee, das ist sogar richtig. Komm schon, Mario. Raus hier. Ja, bei den ganzen Geisterlevel gibt es Soundprobleme in dem Video, die ich immer rausfiltern muss. Vor allem beim Geisterlevel ist das richtig schlimm. Da freue ich mich überhaupt nicht darauf. Wendy, das Mädchen. Ich mache den Level jetzt einfach mal. Aber ich glaube, dass wir da den regulären Weg auch noch lang gehen sollten. Okay. Dann begeben wir uns doch einfach mal hier durch den Level. Sonderlich viel passiert hier aber nicht gerade. Wow, der Level hat sich in Wasser verwandelt. Der Flammendrachen Xenbi kann besiegt werden, indem du ihn in Wasser schmeißt. Interessant. Jetzt haben wir hier ein Wasserlevel gemacht. Das ist ein bisschen merkwürdig. Okay, aber wir sollten das schon hinter uns bringen. Da müssen wir, glaube ich, hoch, würde ich sagen. Jawohl. Wie lang geht das noch? Ach, ich will Xenbi vernichten. Ach komm. Oh, eine Yoshi's Island-Tür. Okay. Oh, wir haben gleich Wendy erreicht, würde ich sagen. Dann gibt es hier doch nicht Xenbi. Vielleicht kommt er in einer anderen Festung vor. Und das hier war nur so ein Tipp für uns gewesen. Okay. Ach nö. Also das ist gemein. Wow, wisst ihr eigentlich, wie knapp das eben war? Darf ich da rein? Und ich hoffe, da kommt jetzt nichts Fieses hier. Och nö, nur ein Dreier. Ab, dass ich nicht bekomme, komm Mario. Und ich würde mal sagen, das war vielleicht doch nicht der richtige Weg. Komm Mario, das hast du nicht erwischen lassen. Achtung. Ah, wir sind... Verdammte Kacke nochmal. Warum musste das eben passieren? Ach Mann, das gibt's doch nicht. Hm.
So. Und das Fiese ist, dass es hier keine Checkpoints gibt. Das heißt, wenn ich hier tot bin, darf ich alles nochmal machen. Und jetzt mache ich auch alles richtig, hoffe ich mal. Aber Mario muss ja so langsam schwimmen hier. Das ist doch echt nicht zu glauben. Komm schon, Mario, beeil dich ein bisschen. Beeil dich. Oh, komm. Komm jetzt endlich mal die Yoshi's Island-Tür da hinten. Gut. Dann gehen wir da einfach mal durch. Och komm, lad doch mal ein bisschen schneller. Da oben kommen wir offenbar noch nicht durch, weil da nämlich... Oh! So. Ich werde mich wohl in diesem Jahr künftig nicht mehr ohne Safe-States voranarbeiten. So einfach ist es. Seht ihr, schon wieder wäre ich tot gegangen. Also ohne Safe-States hier voranzukommen ist verdammt schwer. Mit Safe-States wird es ja wohl machbar sein. Ich hoffe, das stört euch nicht. Wenn doch, dann sorry. Was bekomme ich hier eigentlich? Ich hätte ja ein Item einfach mal bekommen. Oh, wieso bin ich da vorhin nicht einfach reingeschwommen? Ja, ich kann leider diesen Bereich jetzt hier nicht frei wirbeln, weil ich diesen Wirbelsprung unter Wasser nicht ausführen kann. Okay. Ach komm, also jetzt passt's. Der Kettenhund hat sich weggeklutscht, der war ja vorhin noch hier. Yay! Vielen Dank. Da kann ich nicht rein. Das heißt, ich muss erstmal die 5 Münzen finden. Was ist das? Okay, ich setze besser meinen Selbstwert, denn mir gefällt das ganz sicher nicht. Kann ich da irgendwie was wegschleudern? Ach stimmt, ich muss den ja ins Wasser schmeißen. Das stand doch vorhin an diesem Hinweisding dran. Nur es ist jetzt ziemlich schwer, diesen Idioten auszuweichen. Aber das Wasser könnte hilfreich sein. Okay. Sandy, werde blau. Bitte. Och, Sandy. Ah, ich glaube, ich sollte besser Safe States nutzen. Da es ja kein Livestream ist, kann man hier keine Safe States zielen. Aber das wäre jetzt auch mies, wenn ich hier irgendwann keine Safe States nutzen dürfte, denn ich fürchte, das wird verdammt schwer werden. Ah, du kommst hier nicht runter. Ja, wie soll ich denn das auch ausweichen, ey? Gut. Ich setze jetzt einfach mal ein Safe State, das ist mir so egal. So. Im Wasser fühle ich mich etwas sicherer. Och komm! Bitte! Och Leute! Wie soll ich denn das sonst machen? So, schieß deine Kacke ab. Genau so. So geht's einfacher. Ich warte, bis er schießt und dann wechsle ich einfach mal die Seite. Xenbi kommt ja nicht ins Wasser runter, zum Glück. Safe State. Okay. Läuft ganz gut. So, und jetzt komm her! Dads! Ja, das gefällt dir. Wasser ist zum Waschen da. Oh nein. Ja, hier unter Wasser kriegt er mich ja zum Glück nicht. Und das war eben nicht schlau. Okay. Oh. Jetzt Seite wechseln. Ich glaube, da schießt jetzt etwas schneller. Aber das klappt schon. Über Wasser mich zu bewegen, traue ich mich nicht. Jetzt nämlich nicht. Achtung, setzt er jetzt wieder sein Flammrad ein. Ja, das tut er. Dann versuche ich mal hier einfacher auszuweichen. Aber jetzt schießt es ein Feuer schneller. Boah, das hat Nein! Unlogisch. Der kann unter Wasser schwimmen, wenn ich nicht angreife. Und dann wird dann nicht erwischt. Das ist irgendwie unlogisch. Vielleicht ist es ja über Wasser doch nicht so schlimm. Okay. Xenbi? Ich hasse dich! Bekommt er mich überhaupt? Oh, Kacke. Ja, das tut er. Xenbi bekommt mich hier. Das gefällt mir ganz und gar nicht hier.
ich nutze einfach mal die Grube hier aus. Ach, jetzt. Achtung, jetzt setzt er sein Flammrad wieder ein. Der hat ja so viel Freude damit. Ich habe keine Ahnung, wie ich das ausweichen soll. Okay. Ja, dann viel Spaß. Ach komm! Das ist jetzt nicht passiert. Das ist nicht passiert. Wow. Komm schon! Und er ist tot. So, dankeschön. Jetzt möchte ich nur noch Wendy herausfordern. Was sind das für komische Blöcke eigentlich? Ach, der Weg hier oben ist frei geworden, so wie es aussieht. Dann gehen wir doch einfach mal da lang. Kommt es hier endlich mal das Ziel? So wie es aussieht, ja. Ey, sag mal. Wie soll ich das bitte ausweichen? Ich glaube, ich hätte oben drüber springen sollen. Immer noch nicht das Ende. Oh. Was ist das? Ist das eine Torte? Ich komme da nicht rauf. Lol, man kann ja einfach durchlaufen. Was ist das? Okay. Das war jetzt komisch. Jawohl. Oh, das Quietschen ist so schrecklich. So. Mach mal ein Safe-State, sicherheitshalber. Na gut, geht ja eigentlich noch. Oh, ich will mich nicht in sie verlieben. Also hör mit deinen Herzen auf. Ich dachte, du wärst schon vergeben. Oh oh. Böse. Jawohl. Du hast etwas dicke Lippen, finde ich, Wendy. Etwas zu viel, finde ich. Und jetzt einfach mal die Herzen ausweichen. Das sollte machbar sein. Das sollte einfach machbar sein. Komm raus. Erwischt. Da geht sie hin und wir haben es First Try geschafft. Yeah. Da, 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 da. So ist es gut. Und jetzt kommt wieder diese langweilige Eissehne. Okay. Und weg. Mario hat seine Nacht mit Wendy verbracht. Und er hat ein weiteres Yoshi-Ei gefunden. Wow. Dem ist wohl die Idee für einen Text ausgegangen. Okay. Wir haben jetzt hier diese Höhlenwelt freigeschaltet, aber ich würde sagen, dass wir zuerst noch den regulären Weg weitermachen. Aber was uns hier erwarten wird, das seht ihr im nächsten Part von Brutal Mario. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen und wenn es mit euren Freunden teilt, wenn ihr den Hack genauso geil findet wie ich. In diesem Sinne, ciao.